ist auch ein seltener Anblick, dass wir beide Tee trinken. Ja, weird. Wobei ich schon irgendwie voll auf den Tee gekommen bin in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, ich finde so Tee ist irgendwie gemütlich. Gerade als es jetzt so kalt war. Sessel wäre cool. Wie bitte? Sessel wäre cool. Sessel werden cool. Cheers. Wenn wir mal welche haben. Cheers. Es ist jetzt schon ungefähr 4 Wochen her, dass sich unser Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Wir sind schon seit einem Monat wieder in Deutschland und dementsprechend jetzt auch schon ein paar Wochen hier in der Wohnung. Und seitdem ist alles irgendwie anders. Ja, wir sind nämlich jetzt in Berlin, in der Großstadt. Und das ist natürlich ein ganz schöner Kontrast zu vorher. Aber wir fühlen uns wohl, oder? Mhm. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Mir gefällt der Vibe auf jeden Fall sehr gut. Und wir waren jetzt die letzten Wochen tatsächlich trotzdem noch sehr viel unterwegs zwischen der alten Heimat und organisieren und einziehen. Deswegen kommt jetzt, glaube ich, erst in den nächsten Wochen so die Zeit, in der wir uns überhaupt so richtig mal ja, hier niederlassen können und anfangen können, Routinen aufzubauen und hier so richtig anzukommen. Ja, aber ich glaube, wir haben uns alle trotzdem schon ganz gut an die Stadt gewöhnt. Wir, die Hunde. Und es ist schon ein richtiges Zuhause hier geworden, die Wohnung. Ja. Es ist irgendwie so ein richtig gemütlicher Ort, an dem ich mich total wohlfühle. Und Berlin ist ja sehr trubelig und hier ist einfach total viel, was draußen auf der Straße passiert. Und deswegen finde ich es voll schön, hier diesen Ort zu haben, an dem wir halt immer wieder zurückkommen und der einfach so eine richtige Wohlfühloase, so ein richtiger Safe Space ist. Und ich glaube, das ist ja auch eine Sache, nach der wir uns so alle sehr gesehnt haben auf der Reise, so diesen eigenen Ort zu haben, der halt ein bisschen größer ist als irgendwie 3-4 Quadratmeter in einem Auto. Und das haben wir jetzt hier gefunden. Das stimmt. Und wir werden das hier alles um uns herum in den nächsten Wochen und Monaten natürlich noch viel weiter einrichten. Wir haben jetzt erstmal die Basics besorgt. Und ja, ich glaube, das ist so eine never-ending Story, weil irgendwie gibt es, glaube ich, gerade in der Wohnung, wo man so viel Spielraum hat, Sachen zu verändern, anders als bei uns im Bus, gibt es, glaube ich, immer die Möglichkeit, Sachen neu zu machen oder anders zu machen. Wahrscheinlich wird das auch immer so sein, solange wir hier sind, dass uns immer wieder Sachen einfallen, die wir noch schöner, noch besser oder einfach anders machen können. Was ja auch cool ist, dann wird es nicht langweilig. Bevor wir zurückgekommen sind nach Deutschland, dachte ich irgendwie, dass wenn wir hier erstmal wieder ankommen, dass wir dann so einen richtigen Reverse-Kulturschock bekommen, weil wir ja jetzt so lange Zeit nicht mehr hier waren und auch nicht mehr in Europa waren und auf dieser Reise ja vieles doch sehr, sehr anders war. Aber tatsächlich war das irgendwie so schon ab dem ersten Tag gar nicht so krass, wie ich das erwartet hatte, sondern irgendwie hat sich das schnell so normal wieder angefühlt und das ist wahrscheinlich auch logisch, weil wir nämlich ja in Deutschland aufgewachsen sind beide und solche Sachen, solche Erinnerungen, die verschwinden ja nicht einfach. Man findet sich ja dann irgendwie, glaube ich, schon sehr schnell wieder zurecht in so alten Mustern und natürlich waren wir jetzt lange Zeit weg, aber andererseits auch nicht so lange Zeit, dass sich irgendwie alles geändert hat hier, sondern vieles ist ja trotzdem weiterhin gleich geblieben. Deshalb war so der Übergang nach Deutschland für uns beide, glaube ich, recht smooth, würde ich sagen. Wir waren ja vorher auch nicht ganz so sicher, wie die Umstellung für die Hunde wird, von hauptsächlich in der Natur sein zu in der Stadt. Aber all unsere Sorgen waren eigentlich ziemlich unbegründet, denn Berlin ist so eine grüne Stadt. Es gibt so viele Parks hier. Wir wohnen auch super schön bei ganz vielen verschiedenen Parks. Und wir versuchen uns immer auch regelmäßig die Zeit zu nehmen, um zum Beispiel hier in den Tiergarten zu kommen, wo die Hunde dann auch mal richtig rennen können. Und ich glaube, denen geht es echt gut. Ja.
Okay, kurze Pause und in der Zeit beantworten wir ein paar Fragen. Genau, also es kam natürlich ganz oft die Frage rein, wie es jetzt überhaupt bei uns weitergeht, ob wir jetzt für immer stationär in Berlin bleiben. Und das ist natürlich nicht der Fall. Wir warten noch darauf, dass wir unseren Bus abholen können und dann wollen wir den wieder so richtig fit machen. Der hat nämlich aktuell keinen TÜV mehr, der ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden durch die Reise, aber das können wir alles wieder beheben und sobald der dann wieder ready ist, werden wir hoffentlich sehr schnell auf die nächsten erstmal kleineren Trips aufbrechen. Genau, was uns gleich zur Anschlussfrage bringt, was können wir uns vorstellen als nächste Langzeitreise? Also wie gesagt, wir haben jetzt noch nichts ganz konkret geplant, aber es gibt schon so viele Sachen, die mich interessieren und ich hätte auf jeden Fall richtig Bock, Richtung Osten zu fahren, so wirklich so Richtung Fernost. Asien würde mich auf jeden Fall sehr, sehr reizen. Ja, wir werden jetzt erstmal hier bleiben, ein Weilchen, also zumindest dieses Jahr. Und dann mal schauen, es wird sich ja auch irgendwie alles jetzt zeigen. Und wir haben auch in den letzten Jahren eigentlich immer recht spontan unsere Entscheidungen gefällt. Und ich denke mal, dass das genauso weitergehen wird. Vielleicht sagen wir in einem halben Jahr, boah, wir müssen hier raus und wir wollen unbedingt bis nach, keine Ahnung, Vietnam fahren. Dann machen wir das wahrscheinlich auch. Genau. Wir nageln uns auf nichts fest und eine Entscheidung, die wir jetzt treffen, ist eigentlich nie für die Ewigkeit, weil wir uns eigentlich immer diese Flexibilität offen halten, das zu machen, auf das wir Lust haben. Gehen wir weiter? Ja. Ich hab so Hunger. Nee, komm, ich hab auch einen richtigen Hunger. Alter. Let's go home! Ja, ich hab noch eine Frage. Gibt es Vorhaben oder Pläne, die euch aktuell noch zu groß sind und die euch noch nicht rantraut? Ja, ich weiß nicht, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet vorher, ob wir da beide das gleiche Ding im Kopf haben, aber wir träumen schon seit langer Zeit davon, dass wir uns irgendwann ein altes Bauernhaus kaufen möchten und das renovieren wollen. Und das ist ein riesiges Vorhaben, also vor allem mal vom Aufwand, aber natürlich auch finanziell sowas, also wir wollen in Deutschland was finden. Und da spricht man natürlich von sehr, sehr großen Summen. Und die Renovierung ist dann auch wahrscheinlich sehr teuer. Deswegen ist es aktuell noch nicht absehbar. Aber wer weiß, wie sich alles fügen wird. Und ich hätte total Lust, wenn wir das irgendwie vielleicht schaffen, in den nächsten Jahren umzusetzen. Ich glaube, das könnte ein richtig cooles Projekt werden, wo wir uns auch wieder handwerklich verausgaben können und kreativ und ja, dann irgendwie so wahrscheinlich damit unsere perfekte Balance dann finden würden zwischen wir sind immer noch in der Nähe von unseren Friends and Families und wir sind aber auch auf dem Land, wir sind schnell in der Stadt. Irgendwie stelle ich mir das sehr, sehr geil vor. Hoffentlich schaffen wir das bald. Das ist auch so eine Sache, die natürlich einige von euch dann direkt kommentiert haben, als es hieß, dass wir zurück nach Deutschland gehen. Aber für uns oder eigentlich für jeden Menschen, denke ich mal, ist natürlich so ein Haus und so ein Grundstück ja schon eine sehr, sehr große Investition, bei der man auch sicher gehen will, dass man damit langfristig zufrieden ist. Deswegen war das für uns auch gar keine Option, sowas irgendwie remote zu suchen und irgendwie zu gucken, ob wir aus der Ferne schon was finden, was wir uns dann hier einfach nur noch schnell angucken, um es dann quasi direkt zu mieten oder zu kaufen oder zu finanzieren, wie auch immer. Da wollen wir uns jetzt einfach die Zeit lassen, die nächsten Jahre und einfach mal hier so durch die Gegend fahren und schauen, was uns anspricht und hoffen vielleicht auch so ein bisschen darauf, dass wir irgendwie durch Zufall irgendwo vorbeifahren und sagen, das ist es und dann so direkt merken, hier können wir uns vorstellen, unser Projekt umzusetzen und hier können wir auch langfristig uns vorstellen zu bleiben, weil das natürlich ja auch schon ein wichtiger Faktor ist. Geil, danke. Das ist das zweite Mal, dass wir Sauerteig kurz essen, oder? Mhm. Ja, ich liebe Sauerteig. Ich sehe jetzt schon, dass sie sehr geil schmeckt. Sehe ich. Schau mal, wie geil der Teig auch aussieht. Mhm. 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 Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Geil. Mhm, sehr geil. Für alle, die sich jetzt fragen, was an Sauerteigpizza anders ist als an Hefepizza, ich finde, es schmeckt halt einfach so ein bisschen sauer, halt wie so ein Sauerteigbrot, aber halt, das macht den Teig irgendwie so ein bisschen spannender, finde ich, oder? Ja. Hier kommt noch eine Frage, die haben wir zwar schon sehr oft beantwortet, aber irgendwie wird sie jedes Mal gestellt. Wie verdienen wir unser Geld, beziehungsweise wollen wir uns hier in Berlin neue Jobs suchen? Also wir verdienen unser Geld über das hier, über YouTube und Instagram. Ihr seht ja, dass wir manchmal Werbung in den Videos haben. Und zusätzlich dazu gibt es ja die Werbung, die von YouTube geschaltet wird. Und daran verdienen wir auch anteilig. Und das machen wir jetzt aktuell erstmal so weiter. Und wir schauen mal, wie sich das so entwickelt. Wir haben gleichzeitig noch eine Filmproduktionsfirma, die wir auch wieder mehr aufleben lassen wollen und da mehr Zeit reinstecken möchten. Aber so in so ein festes Angestelltenverhältnis, da sehe ich uns jetzt beide erstmal nicht gehen. Dafür haben wir zu viel uns jetzt oder zu viel hier jetzt reingesteckt. Und wir haben einfach sehr viele Möglichkeiten und es ist natürlich ein richtig cooles Privileg. Und ich bin mir sicher, dass wir da irgendwie was draus machen werden und da so ein bisschen in der kreativen Sparte unseren Weg finden werden langfristig. Ganz konkret haben wir dieses Jahr zwei sehr große Projekte, um die wir uns kümmern wollen und müssen. Und Projekt Nummer eins ist eine Doku über unsere Afrika-Reise. Das haben wir schon mal angekündigt, dass wir eben aus dem ganzen Material, was wir gesammelt haben, über die letzten 1,5 Jahre wollen wir eine abendfüllende Doku machen, 90 Minuten, 2 Stunden, irgendwie so in die Richtung, um dieses ganze Abenteuer nochmal so in eine coole Doku zu verpacken und euch da nochmal so richtig mitzunehmen auf die Reise. Und der Plan dafür ist, zumindest aktuell träumen wir davon, dass wir damit dann hier in Deutschland auch so eine kleine Kinotour machen können und eben diesen Film auch auf der großen Leinwand sehen können. Das wäre richtig, richtig cool und natürlich vor allem auch euch da draußen treffen können. Wir finden es immer richtig toll, wenn wir mal Leute treffen, die unsere Videos gucken und wir uns dann so austauschen können. Das ist immer richtig schön. Und es wäre einfach so toll, wenn wir halt diese Reise nochmal in dieser Form irgendwie präsentieren könnten. Und ja, wir das einfach nochmal quasi abschließend, wäre das so, ist das so das größte Projekt von dieser Reise. Und darum werden wir uns jetzt in den nächsten Monaten kümmern. Und dann ist es Ende des Jahres hoffentlich soweit. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das zweite große Projekt, was wir jetzt vorhaben demnächst, ist ein Coffee-Table-Book mit Fotos, aber auch kleinen Anekdoten und Geschichten, ein paar Rezepten, wie so ein Buch, was auch nochmal unsere Reise zusammenfasst, aber halt auch in einem anderen Medium. Wir haben ja neulich euch gezeigt, dass wir uns ein Fotobuch erstellt haben und das ist jetzt quasi nur für uns privat, da haben wir alle möglichen Handyschnappschüsse reingemacht und das ist jetzt schon eine richtig coole Art, nochmal darauf zurückzugucken, aber wir wollen das natürlich auch mit euch teilen und deswegen sind wir gerade schon dabei, da so ein Buch zu designen, also das wird auch ungefähr so in dem Style sein, so ein Magazine mit ganz vielen Seiten, ganz vielen tollen Fotos und eben nochmal ganz vielen Geschichten über die Reise, die vielleicht auch neu sind für euch. Ich meine, wir haben so viel erlebt und natürlich immer nur kleine Ausschnitte gezeigt. Und deswegen wollen wir die Gelegenheit nutzen, um noch mal so ein paar andere Stories festzuhalten und an euch rauszugeben. Hallo! Nicht hauen. Du bist ein süßer kleiner Kerl. Du bist einer von der ganz süßen Sorte. Sulle, ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Nächste Woche steht was Besonderes an, nämlich? Wir holen unseren Bus aus Rotterdam ab. Endlich, ich habe so lange darauf gewartet. Und natürlich heißt es auch, dass der Bus bei uns bleibt. Wir haben ihn extra hierher geholt, damit wir ihn eben haben. Wir werden ihn ready machen. Also macht euch bereit für mehr Bus-Content. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wir freuen uns, wenn ihr ein Like da lasst. Und wir nehmen euch sehr, sehr gerne weiter mit auf unserer Reise des Lebens. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Thank you.